Die meisten Menschen haben einen Bruder oder eine Schwester. In den USA ist es heute sogar wahrscheinlicher, dass ein Kind mit einem Bruder oder einer Schwester aufwächst, als mit einem Vater. Während viele Sozialwissenschaftler die Auswirkungen von Schule und Erziehung erforschen, wird einer Beziehung, die vielleicht noch bedeutender ist, wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Was wissen wir also über Geschwister, die Reihenfolge der Geburt und darüber, warum Kinder aus einer Familie zu sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten heranwachsen? Beginnen wir mit einer Analyse der tragischen Geschichte der beiden berühmtesten Brüder der westlichen Historie. Es war einmal ein Junge namens Kain, der von seinen beiden Eltern die ganze Liebe und Aufmerksamkeit bekam. Als er aufwuchs, kannte der Junge nur eine Welt, in deren Mittelpunkt er selbst stand. Alle um ihn herum kümmerten sich nur um ihn und um nichts anderes. All das änderte sich, als seine Mutter Abel zur Welt brachte. Kain hätte verstehen müssen, dass die Aufmerksamkeit seiner Eltern von nun an zwischen ihm und seinem Bruder aufgeteilt werden würde. Das war eine Erkenntnis, die er nicht akzeptieren konnte. Und er wurde immer eifersüchtiger und manchmal sogar gewalttätig gegenüber seinem kleinen Bruder. Als Erstgeborener schaute Kain natürlich zu seinem Vater als Vorbild auf. Der Tradition folgend erzog der Vater selbst den Jungen mit bestimmten Erwartungen. Deshalb war es für Kain besonders schmerzlich zu sehen, dass sein Vater sich nun so sehr um seinen jüngeren Bruder kümmerte. Abel schaute natürlich zu seinem Bruder auf, um sich zu orientieren. Die Dinge waren auch für ihn nicht einfach, aber im Gegensatz zu Kain kannte Abel nichts anderes. Als die Jungen heranwuchsen, entwickelte Kain ein starkes Verantwortungsbewusstsein und übernahm der Tradition folgend den Hof der Familie. Abel, der frei von allen Verpflichtungen war, entschied sich dafür, Hirte zu werden. Kain beneidet seinen jüngeren Bruder um dessen Selbstständigkeit, denn das Leben als Bauer wurde immer beschwerlicher. An dem Tag, an dem die Brüder ihrem Vater ein Geschenk machen sollten, brachte Kain nur ein paar Bündel trockenes Gras mit. Abel, der sich selbst gut versorgte, brachte ein ganzes Lamm. Als der Vater Abel für seine Großzügigkeit dankte, fühlte Kain eine tiefe Scham. Über Nacht verwandelte sich seine Scham in einen Hass ungeheuren Ausmaßes. Und am nächsten Tag tötete er seinen eigenen Bruder. Der erste große Beitrag zur Geschwisterforschung kam von dem österreichischen Psychiater Alfred Adler und seiner Theorie der Individualpsychologie. Adler vertrat die Ansicht, dass das Hauptmotiv für menschliches Verhalten das Streben nach Macht ist, teilweise als Ausgleich für Minderwertigkeitsgefühle. Daher spielt die Geschwisterdynamik eine zentrale Rolle im Familienleben und in der Persönlichkeitsentwicklung des Heranwachsenden. Adler argumentierte, dass Kinder, die in derselben Familie aufwachsen, die Familie unterschiedlich erleben. Insbesondere die Rivalität zwischen Geschwistern um die Ressourcen der Familie beeinflusst die Entwicklung der Persönlichkeit. Um den Wettbewerb zu verringern, unterscheiden sich die Geschwister, entwickeln unterschiedliche Eigenschaften und wählen unterschiedliche Interessen. Wenn Geschwister ihre Nischen nicht finden, kann ihre Beziehung darunter leiden. Die Brüder Kellogg hassten sich und stritten vor Gericht darüber, wer die Cornflakes erfunden hatte. Die Dasslers konkurrierten im Geschäftsleben. Nachdem der eine Adidas gegründet hatte, gründete der andere Puma. Aber viele Geschwister lieben sich mehr als alles andere. Was wissen wir also über Geschwister im Allgemeinen? Hier sind 6 Dinge, die die Wissenschaft für wahr hält. Erstgeborene und Einzelkinder blicken zu ihrem Vater oder ihrer Mutter als Vorbilder auf. Der Unterschied in der geistigen und körperlichen Entwicklung zwischen ihnen und ihren Eltern könnte der Grund dafür sein, dass sie im Durchschnitt einen höheren IQ haben. Eltern neigen dazu, ihren Erstgeborenen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und stellen oft höhere Erwartungen. Wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllen können, fühlen sie sich vielleicht minderwertig, aber im Durchschnitt scheinen sie von ihrer Position zu profitieren. Jüngere Geschwister orientieren sich in ihrer Entwicklung an ihren großen Brüdern oder Schwestern. Sie haben einen geringeren Entwicklungsabstand zu überwinden. Sie haben vielleicht auch das Gefühl, sich weniger beweisen zu müssen. Aber aufgrund der mangelnden elterlichen Aufmerksamkeit entwickeln sie häufiger soziale Ängste.
Im Durchschnitt sind die Beziehungen zwischen Brüdern konfliktreicher. Die Beziehungen zwischen Schwestern sind eher intim. Geschwister verbringen mehr Zeit miteinander als mit ihren Eltern. Jüngere Geschwister sogar doppelt so viel. Kinder mit Geschwistern sind körperlich aktiver und seltener fettleibig. Sie sind auch oft glücklicher. Einige Studien deuten darauf hin, dass sie soziale Fähigkeiten schneller entwickeln als Kinder aus Einzelkindfamilien. Aber die Forschung ist nicht eindeutig. Die Bindung an Geschwister scheint ein starker Vorhersagewert für das Wohlbefinden zu sein. Manchmal wichtiger als die Bindung zu den Eltern. Das bedeutet auch, dass es sich lebenslang auswirken kann, wenn der eine den anderen schikaniert. In einer schwedischen Studie mit 80-Jährigen wurde festgestellt, dass die Nähe zu Freunden nur wenig zur Gesamtzufriedenheit im Leben beiträgt, die Nähe zu einem Geschwisterteil jedoch sehr viel. Für diejenigen unter Ihnen, die mit einem schwierigen Geschwisterkind zu kämpfen haben, hatte Adler folgenden Rat. Eine einfache Regel im Umgang mit denjenigen, mit denen man nur schwer auskommt, ist, sich daran zu erinnern, dass diese Person danach strebt, ihre Überlegenheit zu behaupten. Und man muss sie unter diesem Gesichtspunkt behandeln.